Hallo, hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für April 2022. Und diese Legung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Löwe geboren sind. Meine liebe Löwen, ich möchte mich bei euch herzlich bedanken für eure Treue, für eure Unterstützung, für das Vertrauen. Und ich möchte natürlich mich herzlich bedanken für eure Abos, Klicks, wie Nachrichten, Kommentare. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich meine Arbeit hier präsentieren kann, dass ich durch meine Karten vielleicht euch ein bisschen unterstützen kann, euch ein bisschen Licht in dunklen Zeiten geben kann, vielleicht ein bisschen Vertrauen und auch Optimismus schenken kann. Ich hoffe, dass diese Gruppe hier weiter wachsen wird, dass wir uns hier regelmäßig treffen werden und dass wir uns gegenseitig auch unterstützen werden. Diese Geben und Nehmen wird eine positive Früchte geben, Früchte bringen, dass wir einfach hier uns gegenseitig unterstützen werden. Also ich bin sehr hoffnungsvoll und ich hoffe, dass, ja, dass diese Zusammentun wird sich auch weiterentwickeln. Meine Lieben, diese Legung kann mit euch resonieren oder auch nicht, vielleicht nur teilweise, wie zu eurer Situation passen. Bitte nehmt euch das, was gerade zu eurer Lebenssituation passt, was behilflich sein ist und das, was nicht passt, bitte auf die Seite lassen. Eure Thema im April, der Mond. Das, was hier helfen kann oder im Weg steht, eure Bewusstsein, Unterbewusstsein, das, was war, das, was kommt, eure Energie, äußere Energie. Die Hoffnungen oder Ängste und die Karte für die Zukunft. Ja, also wir haben, euer Thema ist der Mond, also eine Karte, die zeigt eine Stagnation, zeigt eine vorübergehende Stagnation, würde ich das so sagen. Momentan tut sich nicht viel, man kann keine Entscheidungen treffen, man ist aus Gründen wie immer etwas gebremst, obwohl die Wille ist da. Diese Königin der Stäbe zeigt diese Leidenschaft, man möchte was Neues anfangen, man möchte sich da reinsetzen in diese Sache, die hier für euch wichtig ist. Man möchte glänzen, man möchte präsent sein, aber irgendwie, das ist gebremst. Ja, die Wille, diese Leidenschaft ist da. Man möchte sich auch freuen, sehen wir. Die neunte Kelche zeigt, dass in eurem Kopf, in eurem Bewusstsein bewegt sich dieser Gedanke. Ja, ich möchte endlich glücklich sein, ich möchte mich freuen, ich möchte das Leben genießen, aber das ist gebremst aus irgendwelchem Grund. Ja. Die Gründe, ich sehe dann schon ein paar Anzeichen. Also hier haben wir fünfte Schwerter. In eure Unterbewusstsein hat sich etwas hereingesetzt, anscheinend aus der Vergangenheit. Man hat eine Niederlage erlitten. Man hat ja etwas verloren, kann man so sagen, was hinter euch sich schleppt. Das hat sich so ein bisschen verankert. Und ja, in verschiedenen Situationen kommt es immer verstärkt nach außen. Ja, und das muss weg, das muss man weglöschen aus dem Gedächtnis, aus dem Unterbewusstsein. Das muss man ersetzen mit positiven Gefühlen, weil das kann natürlich euch ein bisschen im Weg stehen. Um sich weiterzuentwickeln und um diese Freude hier auch zu erreichen. Auch eure Energie, da haben wir hier auch acht Kelche, eine Karte, die zeigt, dass man, was die Gefühle angeht, da ist man ein bisschen leer, die Gefühle gehen vorbei, man ist traurig dafür, ja, dass das entwickeln sich nicht in diese richtige Richtung.
Und da muss man etwas tun. Man kann das retten natürlich, wenn man vielleicht die Einstellung verändert zu dieser Situation. Vielleicht muss man abwarten. Ja, wir schauen, wie diese Legung sich ja hier noch entwickelt. Auf jeden Fall, hier haben wir in euren Ängsten oder Hoffnungen siebende Schwerter, eine Karte, die nicht gerade positiv ist. Hier sehen wir eine Schlange, ja, kann man sagen, eine falsche Schlange, ja, die wollte oder hat auch vielleicht euch Schaden zugefügt. Und ja, das muss man jetzt irgendwie klären, was das bedeutet. Warum ist diese Situation entstanden? Warum dieser Mensch hat ja versucht, euch zu schaden? Oder vielleicht momentan läuft das auch noch, ja? Dass derjenige macht auf schön und lieb und wunderbar und möchte irgendwelche Vorteile euren Kosten für sich erreichen. Und ja, das ist so eure Hoffnung und gleichzeitig auch Angst, dass diese Sache endlich vorbeigeht, ja, und dass das nicht mehr auftritt, dass dieser Mensch wird euch nicht mehr schaden. Aber was wir haben in dieser äußeren Energie, haben wir den Stern, also die Heilung, Wunscherfüllung, Träume werden wahr, kann man so sagen. Da ist jemand in eurer Umgebung, in eurem Leben, ein Mensch, der euch behilflich sein möchte und in dieser Situation, in dieser Sache sich hier für euch einsetzen möchte. Und wir gucken jetzt, was hinter dieser Karte sich versteckt. Zehn der Kelche, eine wunderbare Karte, die zeigt Glück mit dem Partner, Glück mit Mitmenschen. Ja, wenn da kein Partner da ist, dann vielleicht halt mit anderen Menschen. Auf jeden Fall hier geht um diese höchste Glücksgefühl, weil hier haben wir 10 der Kelche, mehr geht nicht. 10 ist die höchste Zahl hier, ja. Also dieser Mensch hat was Positives vor, was euch angeht. Hier haben wir auch 2 der Kelche, hier haben wir die Liebe. Also dieser Mensch hat für euch auch Liebesgefühle, ja. Es kann sein, dass das euer Partner ist oder potenzieller Partner, der vielleicht wird sich in eurem Leben zeigen. Und hier haben wir die Gerechtigkeit, ja. Also sehen wir, dass manche Sachen hier müssen geklärt werden und dieser Mensch wird wahrscheinlich euch behilflich sein, hier manche Sachen gerade zu stellen, vielleicht irgendwelche Probleme zu lösen. Ja, vielleicht hier auch diese ganze Situation steht euch im Weg, das Glück mit dem Mensch zu genießen. Und der Mensch wird sich hier reinsetzen, um diese Sache zu bereinigen. Also zum, wie soll ich sagen, helfen einfach. Helfen, diese Gerechtigkeit zu finden in dieser Situation, die hier herrscht. Okay, jetzt gucken wir, was hier sich bewegt, was eure Thema angeht, weil natürlich der Mond, das ist eine Energie, die bremst. Natürlich nach dem Mond kommt die Sonne, also nach der Nacht kommt der Tag, also da wird noch positive Entwicklung kommen in dieser ganzen Sache, aber momentan ist natürlich dieser Stillstand, ja. Man hat vielleicht Angst, etwas im Leben zu bewegen. Man hat vielleicht auch Angst, irgendwelche Schritte zu machen, weil ja, man hat irgendwelche Bedenken. Und wir gucken einfach, was hier noch Karten zusätzlich sagen. Okay. Sechste Kelche, also eine schöne Karte. Sechste Kelche, die zeigt, dass
Man guckt zurück auf diese positive Zeiten im Leben, dass man erinnert sich an diese wunderbaren Zeiten, an das, was gut war, und man möchte wieder diese Zeiten genießen. Ja? Also man ist vielleicht ein bisschen melancholisch, dass momentan jetzt gerade diese Situation hier herrscht, ja? Dieser Stillstand, weil man wird gerne natürlich auch sich freuen wieder, ja, so wie das damals war. Also hier ist so ein bisschen Nostalgie, kann man sagen, auch. Hier sehen wir aber auch Kraft und dem Kaiser. Und die Kraft zeigt, dass man hier auch Power hat. Man möchte auch etwas riskieren. Also die Königin der Stäbe zeigt das auch hier, diese Karte. Ja, man möchte etwas riskieren, man möchte wieder glänzen. Und hier, ich sehe, dieses Engagement für euch ist da. Man möchte sich reinsetzen, aber irgendwie kann man nicht, weil man ist gebremst von außen wahrscheinlich. Vielleicht auch durch diesen Mensch, ja. Vielleicht durch diese alten Verletzungen, die noch in euren Unterbewusst sitzen, und ist man ein bisschen resigniert, aber auch durch den Mensch, der hier einfach nicht mit sauberen Karten spielt. Und ja, man hat diese Hoffnung, dass das vorbeigeht, das, was nicht gut war. Man hat diese Power in sich. Man möchte eigentlich starten, man möchte hier auch etwas bewegen, aber man braucht noch ein bisschen grünes Licht, kann man so sagen. Ja? Und die Unterstützung auch, weil hier haben wir den Kaiser, man hofft auf Stabilität, auf Sicherheit im Leben. Ja? Momentan ist es nicht so. Aber man ist bereit dafür zu kämpfen. Nur, ja, man braucht ein bisschen Unterstützung. Ja, es ist oft so, dass alleine natürlich hat man vielleicht nicht so viel Kraft, wie wenn man dann zu zweit oder zu dritt ist. Dann natürlich hat man mehr Power und man tut sich gegenseitig auch so ein bisschen helfen. Deswegen, ich habe das Gefühl, ihr braucht so ein bisschen noch von außen diese Unterstützung. Wir gucken noch diese Unterbewusstsein, weil Unterbewusstsein, wie gesagt, wir haben die fünfte Schwerterkarte, zeigt, dass man etwas erlitten hat, eine Niederlage, man hat etwas verloren und man ist sehr traurig deswegen. Hier die achte Kelche, eure Energie, ja, man ist sehr traurig und ja, man möchte das aber irgendwie auch hinter sich lassen. Das ist nicht so guter Zustand, gute Sache, ja. Aber das schleppt sich hinter einem. Okay, dann gucken wir. Hier haben wir achte Kelche. Achte Kelche-Karte zeigt, die gleiche Karte zeigt, dass die Gefühle verloren gehen. Ja, dass man die Gefühle verloren hat durch diesen Zustand. Da ist etwas, wurde etwas geschüttet. Ja, hier haben wir auch den. Hier haben wir die Schlange, hier haben wir den Teufel, ja. Also da ist nochmal die gleiche Person, die wahrscheinlich hier euch Schaden zugefügt hat, ja. Und man hat diese Niederlage erlitten. Und hier haben wir die Königin der Münzen. Also ich würde sagen, oder die Königin die Münzen zeigt dieser Person, die ziemlich stark ist. Ja, Königin die Münzen ist eigentlich eine sehr positive Karte. Zeigt eine starke Person, die etwas im Leben erreicht hat, eine stolze Person. Aber hier in der Verbindung mit der Schlange, mit dem Teufel, es könnte auch sein, dass dieser Mensch, der euch hier so ein bisschen Schaden zugefügt hat, ist auch eine starke Person, die im Leben gut dasteht und hat einen großen Einfluss. Und ja, und ihr habt hier irgendwelche Schaden durch diese Person auch bekommen. Und ja, und jetzt braucht man ein bisschen Hilfe, ja, weil dadurch ist das, eure Freude ist verloren gegangen, werde ich das so sagen, ja. Man kann die Liebe nicht genießen, man ist ja gebremst und man möchte sich aber freuen, ja. Man möchte glücklich sein, man möchte glücklich sein. Die neunte Kelche zeigt das. In Vergangenheit haben wir auch, die Karte habe ich noch nicht angesprochen, siebente Stäbe. Man hat auch die Stärke gezeigt.
Ja, vielleicht auch gegen den Mensch, ja, der euch, ja, da, ich kann sagen, gegen euch gekämpft hat vielleicht, ja. Man hat die Stärke gezeigt, man hat dieses Engagement gezeigt, trotzdem, man hat die Niederlage bekommen. Aber wie so im Leben ist, nicht immer die Gewinner sind die wahren Gewinner. Oft ist das so, dass man gewinnt etwas, man im ersten Moment denkt, boah, ich bin der Sieger. Und dann irgendwann später, paar Monate oder paar Jahre später, zeigt sich, dass der Gewinner hat eigentlich von dem Gewinn nichts gehabt, ja. Und das ist ihm irgendwie doch nicht gelaufen danach. Und der zweite oder dritte war und nicht gewonnen hat, dann ist plötzlich ja, hat Erfolg bekommen. Also im Leben ist das alles ja oft eine Überraschung. Deswegen man kann sich nicht so richtig auf etwas freuen, weil man sagt, na ja, man weiß nicht, für was das gut ist, wie wird sich dann noch weiterentwickeln. Und so weiter und so weiter, ja. Also man muss nicht immer die Niederlagen als Niederlagen wirklich sehen, weil in dem Moment ist das schlimm. Aber wer weiß, für was das alles gut war. Okay, dann gucken wir weiter. Jetzt gucken wir auf diese beiden Karten, die eure Zukunft hier zeigen. König der Stäbe und der Hohepriester. Wir sehen einen starken Mann hier, der König. Jemand, der hat auch viel Power, bringt viel Power mit sich, der ist engagiert, der möchte sich für eine Sache reinsetzen. Wenn der sich zeigt, dann natürlich alle gucken auf ihn, genauso wie die Königin, die Stäbe, die hier ist, ja. Und dieser Mensch ist aber klug, dieser Mensch ist schlau, dieser Mensch hat auch Lebenserfahrung, dann sehen wir auch die Karte hier oben. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch wird euch ja in dem Ganzen auch behilflich sein. Dass dieser Mensch wird sich auch einsetzen, euch hier aus dieser Situation rauszuholen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch dieser Mensch ist, ja. Dass dieser Mensch, der viel Gefühle hat für euch, der euch helfen möchte, der auch diese Heilung mit sich bringt. Das ist gerade dieser König der Stäbe, ja. Und wie gesagt, das könnte euer Partner sein. Vielleicht ist das jetzt eine andere Person. Das könnte auch der Vater sein oder irgendein guten Freund. Weil hier sehen wir diese Liebesgefühle, aber natürlich wie jemand, der schon einen festen Partner hat und sieht, dass nicht gerade der Partner ist, das nur, das könnte vielleicht der Vater sein oder der Bruder. Das kann natürlich auf den anderen hinweisen. Aber das könnt ihr natürlich das zum eure Lebenssituation anpassen. Auf jeden Fall, hier sehen wir eine starke, kluge Persönlichkeit, die euch hier behilflich sein wird. Und hier sehen wir sechster Schwerter, achter Stäbe und vier der Münzen. Und ich werde das so sagen, dass dieser Mensch möchte keine halbe Sachen machen. Dieser Mensch möchte eine klare Kommunikation haben. Dieser Mensch weiß, was er will. Und dieser Mensch wird vielleicht euch einen Vorschlag machen, vielleicht einen überraschenden Vorschlag. Weil hier haben wir acht der Stäbe, um diese Sachen zu bereinigen. Dieser Mensch wird auf jeden Fall euch helfen, aus dieser Situation rauszukommen, aus diesen Blockaden hier rauszukommen. Und dieser Mensch wird versuchen, irgendwelche Kompromisse zu schließen, aber das wird vielleicht nicht unbedingt sehr erfreulich für euch sein, aber das Beste vielleicht, was hier in dieser Situation passieren könnte. Und dieser Mensch wird klar sagen, ich möchte das und das. Und wenn das nicht nach seinem Kopf, nach seinem Vorhaben eure Entscheidung wird, dann er wird einfach weggehen. Ja, also weil für ihn, das ist ein kluger Mensch, für ihn
sieht die Sache so aus und nicht anders. Und man muss hier eine Entscheidung treffen. Dieser Mensch möchte auch kein Geld hier reinbringen, möchte nicht viel investieren. Ja, er möchte, er hat einen Plan, kann man so sagen, und er möchte hier kein Risiko angehen, was zum Beispiel seine Finanzen angeht. Aber er wird eine Botschaft euch geben, was diese Lösung in dieser Situation hier ist. Und ja, also was soll ich dazu noch sagen? Ich denke, man muss manchmal auch die andere Seite sehen, was die andere Seite möchte, weil ich sehe eigentlich hier drei Seiten. Diese Seite, die hier sich einmischt, die hier irgendwelche Intrigen macht, vielleicht nicht mit sauberen Karten spielt. Ich sehe eure Seite und ich sehe diese Seite von dem Mensch, der mit euch gut meint. Und ich finde, das ist dieser gleiche Mensch hier. Ja? Und dieser Mensch möchte diese Gerechtigkeit bringen in dem Ganzen. Vielleicht vermitteln zwischen euch und dieser dritte Person. Und, aber er möchte sich nicht extrem da reinsetzen, nicht, dass er irgendwelche Schaden bekommt. Also so ein bisschen helfen schon. Und er hat klare Vorstellungen, was, wie man diese Lösung, wie man diese Konflikt oder Situation lösen kann. Und er wird sich da strikt halten an diese Vorhaben. Und ich muss sagen, seine Idee oder seine diese Argumente, was er auf den Tisch bringt, die sind gut, die sind vernünftig, würde ich das sagen, weil dieser Mensch wird vernünftig handeln hier. Also, meine Lieben, was soll ich dazu sagen? Für mich sehe ich das so, dass irgendwelche Probleme wird sich bei euch lösen. Man braucht aber wirklich kühlen Kopf, man braucht dieses Engagement, sich in diese andere Seite auch versetzen. Und die Sachen aus einer anderen Perspektive zu sehen, um hier vernünftig zu handeln. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen und ich hoffe, wenn diese Legung auf euch zutrifft, dass ihr wird eine vernünftige Lösung auch finden und ja, dass beide Seiten oder die drei Seiten werden zufrieden daraus kommen. Also, ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich wünsche euch vor allem viel Liebe, viel Vernunft und ja, passt auf euch gut auf und bis zum nächsten Mal.